Als Danksagung und Wertschätzung für ihre Arbeit lädt der Ebenfurter Bürgermeister Alfredo Rosenmeier einmal im Jahr Wirtschaftstreibende zu einem Abendessen in den Stadtsaal ein. Vor 17 Jahren habe ich eigentlich diese Wirtschaftsrunde ins Leben gerufen, weil ich ja selbst aus der Privatwirtschaft komme. Und habe natürlich ein bisschen Herzflattern gehabt bei der ersten Wirtschaftsrunde, wenn man gedacht habe, na, wie wird das in Ebenfurt angenommen. Es hat von Anfang an sehr gut funktioniert. Mittlerweile ist es wirklich zur Tradition geworden. Und den Spätsommer, Frühherbst hinein fragen die Ersten, wann ist die nächste Wirtschaftsrunde. Und wenn das einmal passiert, dann hast du gewonnen. Ja, Alfredo hat gerufen und das ist eigentlich ein Pflichttermin. Uns verbindet eine jahrzehntelange Freundschaft und wie er das macht und wie er das wirklich umgeht und die Netzwerke, was er da macht und wie er sich Beziehungen aufbaut untereinander, ist ja einzigartig. Und man sieht ja wieder ein volles Haus heute. Die Wirtschaft in Ebenfurt ist groß und vielfältig, das ist eigentlich sehr besonders bei uns. Und ich habe den Familienbetrieb übernommen und somit ist auch der Standort für mich eigentlich sehr wichtig, weil das jetzt schon die fünfte Generation ist, die standorttreu in Ebenfurt eigentlich ist. Ich bin stolz darauf, Ebenfurter zu sein. Auch die Ebenfurt politisch sehr lange vertreten dürfen und auch, dass ich in meinem Unternehmen in der Oberbank auch Geschäftsbeziehungen mit der Stadtgemeinde unterhalte und so schließen sich mehrere Kreise an diesem Abend und man trifft alte, gute Bekannte. Also ich muss sagen, diese positive wirtschaftliche Entwicklung ist sehr zu begrüßen und ist auch traumhaft gut für Ebenfurt. Ich würde sagen, die Politik ist natürlich kein Honiglecken mehr in der letzten Zeit geworden. Und Sie wissen, aus welcher Fraktion ich komme, die schwimmt genauso jetzt herum. Aber die Politik, was der Bürgermeister betreibt, ich meine die Wirtschaftspolitik, ist sehr gut für Ebenfurt. Ebenfurt braucht Geld. Ohne Geld, wie immer, keine Musik. Ihr habt ja das Gemeindewirtshaus übernommen. Heute euer erster großer Auftrag. Wie viele Leute werden denn heute da verköstigt? Da jetzt haben wir hier vorne, sind es um die 160 und das normale Geschäft vorne läuft auch noch. Da muss ich allerdings jetzt gerade gestehen, ich habe keine Ahnung, wie viele vorne sind. Ja, ich kenne den Alfred Rosenmeier schon sehr lange. Wir sind gute Freunde geworden. Wir haben eine gute Gesprächsbasis gefunden. Ich kann mich erinnern, wie ich das erste Mal in die Gemeinde Ebenfurt war. Wir haben sehr viel sachlich diskutiert. Wir haben gemerkt, die menschliche Komponente passt bei uns sehr gut. Und es ist für mich heute eine Ehre, auch hier sein zu dürfen bei diesem Wirtschaftsempfang, der wirklich toll organisiert und gut gemacht ist. Ja, grundsätzlich sehe ich diese Einladung von Seiten der Stadtgemeinde durch meine Person wirklich als Dankeschön an die Wirtschaftstreibenden in allen Bereichen, mit welchen wir sehr erfolgreich über das Jahr gemeinsam zusammenarbeiten. Und man muss sich nicht immer nur im Job treffen und austauschen. Heute ist einmal ein Abend, wo man sagt, man wird sich den kulinarischen Genüssen hingeben, wird das eine oder andere Achter oder vielleicht auch Bier trinken und wird auch einmal Privates plaudern. Und so soll der Abend auch enden.